Vom Buddha heißt es, er sei vollkommen furchtlos gewesen. Das ist kaum vorstellbar. Was könnte das für uns bedeuten? Als junger Prinz lebte der Buddha glücklich und im Luxus im Palast seines Vaters. Der König wollte ihn vor den harten Fakten des Lebens beschützen. Doch unweigerlich begegnete er den Tatsachen der menschlichen Existenz, Alter, Krankheit und Tod. Da zerbrach sein Traum eines völlig sicheren Lebens zu Hause. 2500 Jahre später schlagen wir uns trotz all unseres technischen Fortschritts noch immer mit denselben Fragen herum. Auch uns beunruhigen Alter, Krankheit und Tod. Wir lenken uns ab und suchen nach Sicherheit in Dingen, die diese niemals bieten können, wie Geld, romantische Beziehungen und materielle Vergnügen. Aber tief innen sehnen wir uns nach Sinn. Und wir wissen, dass wir der Angst nicht für immer ausweichen können. Wir müssen nicht alles zurücklassen, wie der Buddha es tat. Doch wenn wir uns unseren Ängsten stellen wollen, müssen wir herausfinden, wie dieser Weg für uns aussieht. Der Buddha war entschlossen, der Angst auf den Grund zu gehen. Wie wäre es, wenn ich zur dunkelsten Zeit des Monats, wenn kein Mond scheint, zu den schaurigsten Orten ginge, in die Nähe von Gräbern und in den tiefsten Dschungel, um Angst und Furcht zu verstehen? Die buddhistische Haltung zur Angst ist, auf sie zuzugehen. Was geschieht, wenn wir unseren Ängsten aktiv begegnen? Ängste um unsere Gesundheit oder die unserer Lieben, Angst vor finanzieller Unsicherheit und vieles mehr. Angst kann eine sehr unangenehme Erfahrung sein und schwer auszuhalten. Wenn wir im Griff der Angst sind, erleben wir nutzlose Besorgtheit, endloses Gedankenrattern, Lähmung. Wir sind nicht in der Lage zu handeln und das zu tun, was nötig ist. Wut. Das Gefühl, wir müssten uns verteidigen, den Drang, um uns zu schlagen. Angst ist an sich nicht falsch. Sie kann uns helfen, zu überleben. Sie will uns etwas sagen. Was unserer Angst zugrunde liegt, ist, dass wir zu fest an dem klammern, was wir wissen und wollen. Das Festhalten ist schmerzhaft und verzweifelt. Wir klammern an einer Vorstellung von uns selbst fest, die nicht real ist. Wenn wir lernen, liebevoll und bewusst mit unserer Angst umzugehen, verwandelt sich unsere Erfahrung allmählich von selbst. Wir können mehr und mehr loslassen und die Energie und die Kreativität freisetzen, die in der Angst gefangen waren. Das ist, was einem Buddha Furchtlosigkeit verleiht. Befreiung passiert, wenn man die Vorstellung loslässt, eine feste, unveränderliche Person zu sein. Wenn wir weniger klammern, entdecken wir, dass es möglich ist, einen Bewusstseinszustand zu erreichen, in dem keine Angst mehr aufkommt, in dem man selbst dem Mysterium des Todes ruhig begegnen kann, mit einem tiefen Gefühl von Frieden.